Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Get Even. Dem fröhlichen Spiel für zwischendurch, was auch gar keine Angst macht. Es verdichtet sich hier alles immer weiter. Hast du das? Nö. Der ist aus der Tür rausgekommen. Da ist jetzt Ofen. Und da geht's runter. Ja, runter ist immer super. Super. Immer diese Anspielung mit den Stuhl und Gefessel. Da ist irgendeiner Bonnetschen hier. Although your memory has been affected, your twitch response remains intact. Pure muscle memory. Fascinating. What is this? Place is filled with runaways, criminals, ex-military. Who the fuck am I? And why the fuck am I armed? I understand your curiosity, but there will be time for questions later, Mr. Black. Please, proceed. Ach, hier hat übrigens gerade mein Handy vibriert. Mein Joypad. Allerdings kann ich jetzt gerade nichts entdecken. Sehe ich vielleicht irgendwelche Spuren? Ah, nicht. Wärmesicht? Gar nix. Oder war das einfach bloß wegen dem Schock, kurz wegen dem Fernseher, weil der angegangen ist? Ah, da geht's noch weiter, oder? Ne, da ist keine Klinge drin, das täuscht. Naja, also eins muss ich ja gestehen, wenigstens haben sie für relativ moderne Flachbildschirme ein bisschen Geld gehabt. Einen bestimmten Sponsoring bekommen. Oh Gott, ich alber jetzt bloß wieder rum, weil ich Schiss hab ohne Ende. Speicherpunkt, wie gut. Noch eine Krankenakte. Ich hoffe, die attackieren uns nicht, während wir die lesen. Der haut ein bisschen raus, der Gute. Der ist ein bisschen größer und ein bisschen schwerer als die anderen Patienten. Was heißt ein bisschen? Ein ganz schönes Stück. Besonderer Behandlungscode muss jederzeit medizinisch versorgt werden. Besondere Bemerkungen zur Behandlung, konstante Überwachung nötig. Einzelzimmer empfohlen. Takt der Aufnahme. Er ist sowieso in solchen... Einzelzimmer empfohlen. In solchen Einrichtungen, bin ich der festen Überzeugung, sollte jeder sein Einzelzimmer haben. Kannst ja nicht zusammenstecken. Dann guckst du morgens rein und am Ende ist sowieso einer über. Allgemeine Bemerkung. Der Patient leidet unter schweren Gedächtnisverlust. Es war ihm nicht ermöglicht, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Er berichtet von visuellen als auch akustischen Halluzinationen, die mit häufigen außerkörperlichen Erfahrungen verbunden sind. Laut eigener Aussage hat ihn ein unidentifizierbare Organisation entführt. Eine Fresse. Und soll versucht haben, ihm seine Erinnerung zu löschen, was ihr laut dem Patienten nicht gelang. Fallinformationen: Der Patient war nahe dem Barnd Green Naturlehrpfad ziellos umherirrend und nur mit blutverschmierter Unterwäsche bekleidet aufgefunden. Er fiel zwei Polizisten an, die in den Ort geschickt wurden, um nähere Untersuchungen vorzunehmen, und wurde schließlich von ihnen verhaftet. Nach der Festnahme begann der Patient zu schreien: Ihr könnt nicht mal die Käfige in euren Köpfen sehen. Während des Transports wurden weitere an den Polizisten gerichtete Beleidigungen wie blinde Idioten oder arme Handlanger aufgenommen. Ah, okay. Ja, das ist noch harmlos. Was ich manchmal so an den Kopf geschmissen kriege, bei mir in der Einrichtung schon. Ah, eine Ausgangstür. Oder auch nicht. Die Gedanken hatte ich übrigens auch mit. War ja klar. Es hat gerade mein Handy wieder gerobbelt. Da haben wir doch was. Na, hast du das? Kein Beweis. Du war da eben hier. Hallo? Was soll das? First birthday, second birthday, fourth birthday, no. Hä?
den Witz verstehe ich gerade nicht. Muss ich erst eine Tür aufmachen, dass das klappt, oder was? Ach, wegen ihm. Match found, John Linden. Missing Persons Registry, 2703. Ich weiß, die haben alle zu viel VR gezockt, das alles. Kann mir nicht passieren. Ich hab kein VR-taugliches Gerät. Oh, hello there. Yes, I can see that. Let's count together, shall we? One, two, three, four candles. Very good. That's it. Kann ich das wieder ausmachen? Remember to make a wish first. Go on. What on earth? The device, Mr. Black, in action. I assure you, he is having a splendid time. Ich hoffe, der ist jetzt nicht hin. Das war eigentlich nie mein Plan. Eigentlich wollte ich die Tür aufmachen. Muss ich gestehen. Und jetzt habe ich den gebraten, aber hoffentlich nicht getötet. Always searching. You truly are the diligent detective, Mr. Black. An admirable quality that will come in quite useful as we prepare for our first little trip. The more external stimuli you engage with while wearing the Pandora unit, the more effective your synaptic recall will be. Please, continue. Pandora. Büchse der Pandora vielleicht? Zwei Wege ist fies. Okay, ein Weg. Das ist zu. Ich hasse das immer, wenn sich das in solchen Spielen so groß aufteilt. Das ist. Da habe ich gerade zur Zeit privat auch ein Problem mit dem Spiel Town of Light. Was zwar total geil ist, aber mich von seiner Offenheit für so einen Walking Simulator echt verwirrt. Na klar, was sonst? Tür ist zu. Aber hier ist wahrscheinlich einiges an Zeug, was interessant ist. Was ist denn das? Ich muss hier noch irgendwas mehr machen? Das andere eine Bedeutung hat's? Roger Howard. Mit Telefonnummer. Roger Howard und die Waffen der Zukunft. Mhm. Okay. Eine Karte. Ich hoffe, die hat unser Handy gespeichert. Halt, die können wir auch mitnehmen. Muss man hier aufpassen wegen den Overlayern. Das kann ich mir doch nie merken. Ich hoffe, das ist im Handy drin. Das ist doch auch. Also das hier rechts unten ist doch die Waffe, wo wir die Pistole vorne drauf gesteckt haben und das Handy an die Seite dran. Oder? Ah, the Pandora is reacting. Keep your eyes locked and focused. Slow, even breaths. Patience, Mr. Black, calm. Focus. It will take the memory unit a moment to calibrate. Was zum... Hä? Very good. Just relax and allow that image to take you back there. Etwas? You may feel a little disorientated at first. But you will be perfectly safe. The building in the photo is the headquarters for Advanced Defense Strategy, or ADS. They are, or should I say were, the UK's leading weapons manufacturer. They were developing a weapon known as the corner gun, ja. Which apparently you remember. Wie's,
sind jetzt in der Erinnerung, oder wie ist das jetzt hier? Da geht's nicht weiter. Oh Mann. What the fuck just happened? Is this real? The answer is slightly more complex than the question, I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Entspannen. Ich soll mich entspannen. Still the prototype. The corner gun. Highly likely. We believe someone hired you. Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... And relax and explore. Yeah, I got it. Ist das Panne? Kann ich... Ah, so kann ich die Fotos durchschalten. Das ist mal interessant. Cool Black. Ja. Ah, der Fleck ist nicht uninteressant, wie es aussieht. Wobei der irgendwie von einer Paintgun aussah. Muss man den Weg auch gehen? Okay. Machen wir das? Bin so frei. Edge Baston aufgrund von ADS-Konferenz gesperrt. Die Edge Baston Road in Birmingham wird vom 26.06.20:30 bis zum 27.06.02 Uhr zwischen Alistair und Corner Road in beide Richtungen gesperrt. Grund sind Wartungsprobleme mit dem unterirdischen Kanal und Wassersystem. Verkehrsteilnehmern wird dazu geraten, auf andere Routen auszuweichen. Leute, wir sollten die Hosen wackeln lassen und diese Leitung in Ordnung bringen, bevor die Konferenz losgeht. Ja. Jetzt habe ich mich so oft gedreht, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Okay, da scheint es dann wohl weiter zu gehen. Dann kicke ich hier noch ein bisschen rum. Von da sind wir, glaube ich, echt gekommen. Hier waren die verschlossenen Gitter, ja. Okay, ich weiß wieder. Also, die Kinderspielzeuge sind hier echt creepy. Nee. Ich habe gedacht, ich kann diesen Code von der Bombe eingeben oder was das Mädchen uns zumindest gesagt hat. Am Ende des ersten Parts. Aber nö. Will nicht. Der Hase ist echt creepy. Das ist der einzige Weg, wie es aussieht. Wird uns ja auch nicht wirklich angezeigt, ne? Die was für Blinde wie mich. Okay, die Sicherungskästen haben scheinbar keine Bedeutung. Achso. Ja. Der auch nicht. Ich nehme meine Waffe dabei. Also zumindest die 9mm, die Challenger. Ich muss bloß dran denken, wenn wir wieder aus der Erinnerung zurück sind und sind wieder in diesem
Raum drin, dass ich mich denn nochmal genauer umsehe. Das sind die Fotos, Karte, Posteingang, Thermovision. Mach mal Licht einfach wieder. Ich kann da so auch durchschalten. Was wollt ihr denn hier von mir? Ja, hat doch. Geht doch, hat doch geklappt. Muss ich jetzt alle anklicken oder was, dass das weggeht? Focus, Mr. Black. You're traveling in circles and time is limited. I feel like I'm missing something. Such is the nature of memory. The scanner you carry has been designed to stimulate your frontal cortex. In some situations it may help certain details become clearer. Try it and see. Na gut, Leute, was hinter dieser Ecke ist, beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zugucken. Ciao.